Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann du das siehst. Schön, dass du am Start bist und die Online-Workouts für dich in Anspruch nimmst. Ich möchte dir noch ein paar kleine Tipps mit auf den Weg geben, damit du das Workout so gut es geht durchführen kannst. Und zwar haben wir die Workouts ohne Musik gedreht. Das bedeutet, solltest du Mobility-Workouts machen, mach dir ruhig eine ruhige Musik an, die dich ein bisschen runterfährt. Bei den Calisthenics-Workouts kannst du natürlich hören, was immer du möchtest. Zweiter Punkt zu den Workouts ist, solltest du Schmerzen in den Bewegungen haben, dann versuch sie so gut es geht zu umgehen. Sollten die Übungen nicht schmerzfrei durchführbar sein, dann solltest du diese definitiv sein lassen. Solltest du da Hilfe benötigen, deine Schmerzen loszuwerden, beziehungsweise nicht genau wissen, wo die Probleme herkommen, dann kannst du mir gerne schreiben, einfach bei Instagram eine Nachricht schreiben. Wir bieten Online-Coachings an, Online-Anamnesen an, wo wir dich komplett durchchecken und dann schauen können, wo Probleme sind, welche Übungen du nutzen kannst, um die Probleme schnellstmöglich wieder loszuwerden und dann wieder durchzustarten. Dann wollen wir auch schon loslegen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Solltest du, wie gesagt, Schmerzen haben, umgeh die Übung, mach sie so gut und schmerzfrei wie möglich. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Achte auf eine saubere Technik und solltest du Fragen zu bestimmten Übungen haben oder mir ein Feedback zu den Workouts geben wollen, worüber ich mich sehr freuen würde, dann schreib mir gerne eine Nachricht bei Instagram. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let's go! Und heute arbeiten wir wieder an der Schulterstabilisation. Machen es heute aber nicht ganz so spezifisch, sondern wir arbeiten eher allround am Körper. Geht ein bisschen mehr in Richtung Kraft. Und am Ende machen wir noch so eine kleine Cardio-Session, dass wir einmal alles abgedeckt haben. Ja? Starten aber erstmal locker mit dem Warm-up. Und zwar stellen wir uns hin. Heute bin ich ganz in Schwarz. Die Stange weg. Hände gehen ineinander, Ellbogen zusammen, das Spiel kennt ihr. Und wir kreisen erstmal locker die Handgelenke in eine Richtung. Erstmal ganz locker. Achte darauf, dass die Ellbogen zusammenbleiben. Und ihr erstmal nur locker kreist, die Endbereiche kommen dann gleich. Wechseln jetzt einmal die Richtung, die fühlt sich immer ein bisschen komisch an. Probiert da aber schön kontrolliert zu arbeiten. Und lasst die Ellbogen zusammen. Das Ganze machen wir noch für 30 Sekunden. Markus, mach die Ellbogen ruhig zusammen. Ja, dann kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Bewegungsradius rein. Und wir wechseln wieder die Richtung. In die erste Richtung. Jetzt könnt ihr ein bisschen mehr Spannung aufbauen, indem ihr mehr in die Endbereiche reingeht und wechseln wieder die Richtung. Wir machen die Handgelenke gleich noch ein bisschen intensiver warm, weil wir die für die ersten zwei Übungen ein bisschen stärker belasten. Gehen aber erstmal jetzt locker in die Skippings, machen erstmal das Herz-Kreislauf-System warm. Schön gerade nach vorne, vom Kinn aus. Schön locker. Linke Hand geht nach außen, rechte Hand bleibt vorne. Und wir wandern langsam wieder zurück zur Mitte und wechseln dann den Arm. Und rechter geht langsam raus. Linker bleibt in der Mitte. Und wir gehen wieder zurück zur Mitte und wechseln wieder die Seite. Macht es in eurem Tempo schön locker erstmal. Kommt wieder zurück. Wechseln wieder die Seite. Und treffen uns wieder in der Mitte. Schlagen nach oben. Kommt zur Seite. Und jetzt kreisen wir. Ja? Keine Schläge, sondern kreisende Bewegung. Aus den Ellbogen, Oberarme bleiben auf der gleichen Höhe. Und in die andere Richtung.
Wenn es da Probleme gibt, dann ein bisschen langsamer kreisen, dass ihr da von der Koordination her gut reinkommt. Okay, Schläge gehen wieder nach vorne. Und jetzt geht der rechte Arm nach raus, rechte Seite. Und wir schlagen jetzt immer im Wechsel. Rechter Arm vorne Seite im Wechsel. Und wir wechseln die Seite. Und jetzt pro Schlag wechseln. Zwei Schläge in der Mitte und dann immer Seitenwechsel. Jetzt bin ich selber rausgekommen. Muss ich selber erstmal wieder reinkommen, habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Okay, dann gehen wir locker an Hampelmann. Achtet darauf, dass die Knie nicht hier nach innen gehen, ja? Haltet die Beine gerade nach vorne, die Knie auch Richtung Fußspitze. Und kompletter Bewegungsradius bis zur Hüfte und oben zusammen. Und wir wechseln einfach die Beine, Arme bleiben seitlich, Beine gehen nach gerade, beziehungsweise nach hinten. Und komm, Markus. Das ist dein Läppisch hier. Für dich. Und wir bringen die Arme nach oben. Und wir halten durch. Geht ruhig komplett in den Bewegungsradius. Wechseln die Beine. Arme bleiben vorne. Denk wieder an die Knie. Und wir machen das Ganze noch für 30 Sekunden. Und wir wechseln in den normalen. 20 Sekunden noch. Und wir werden ein bisschen schneller. Letzten 15. Und letzten 10, 9, 8, 7. Und Tempo hoch. 5, 4, 3, 2, 1. Locker springen. Und drehen die Hüfte ein. Dann gehen wir einmal in Vierfüßlerstand. So. Vierfüßlerstand. Drehen die rechte Hand jetzt 180 Grad. Und versuchen jetzt einmal den Ellbogen so weit runterzubringen, dass die Finger noch auf dem Boden bleiben. Wichtig, überstreckt die Fingergelenke nicht zu sehr. Ist am Anfang immer ein bisschen ungewohnt, ich zeige es mal von der Seite. Wenn ihr zum Boden kommt, seid ihr sehr beweglich in den Fingergelenken. Wenn es nur bis hierhin erstmal jetzt ist, vollkommen okay. Ja? Probiert, die Finger auf dem Boden zu lassen und den Ellbogen zu beugen. Wir machen noch 5 Wiederholungen. Beziehungsweise wir machen noch 20 Sekunden. Dann könnt ihr das für euch selbst machen. Dann müsst ihr das nicht so schnell machen wie ich. 15 Sekunden noch, dann wechseln wir die Seite. Wichtig, wenn Schmerzen kommen oder es sich sehr unangenehm anfühlt, dann kommt vorher raus, ja? Nicht so extrem belasten erstmal. Und wechseln einmal die Seite. Kurz ausschütteln. Einmal eine Faust machen, Gegenbewegung. Dann lockert sich das wieder ein bisschen. Dann gehen wir in die andere Seite. 180 Grad. Und da geht's. 30 Sekunden.
Ellbogen geht zum Boden, die Finger bleiben auch auf dem Boden. So weit wie ihr könnt. 10 Sekunden noch. Und wir gehen wieder in die Faust und schütteln aus. Okay, dann gehen wir einmal in eine V-Form, dass wir hier ein V bilden zwischen Zeigefinger und Daumen. Und das V zeigt offen nach oben. Ja? Also die Spitze vom V würde zu euch zeigen, dass der Daumen nach innen liegt. So, sieht man das? Zack, ja? Dann drücken wir die Schulterblätter bitte auseinander und von den Ohren weg. Die Position halten wir, bleiben erstmal auf den Knien und jetzt legen wir uns nach vorne rein. Ich zeige es einmal von der Seite. Schulterblätter bitte auseinander, von den Ohren weg, Rumpf ist fest, Bauchnabel ist angezogen und wir legen uns nach vorne rein, so weit wie wir können, dass wir die Spannung halten können. Halten das für 10 Sekunden, 9, 8, 7 und drückt euch schön raus. 5, 4, 3, 2, 1, kommen zurück und legen uns wieder rein. Schulterblätter auseinander, weg von den Ohren, Rumpf ist fest, wir sind nicht im Hohlkreuz und legt euch rein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rauskommen und ausschütteln. Die Bewegung machen wir gleich in der ersten Übung. Machen noch eine Warm-up-Übung für die zweite. Und zwar gehen wir einmal in die Krebsposition. Einmal eine Schleife zu. So. Krebsposition bzw. Tischposition. Hintern ist schön weit oben, sodass wir drauf essen könnten. Halten einfach nur die Position. Bewegen uns ein bisschen nach rechts und links. Probiert die Schulterblätter nach hinten unten zu ziehen, ja? Dass die Brust schön rauskommt. Und bewegt euch ein bisschen nach rechts und links. Hüfte so hoch wie ihr könnt. Und spürt ein bisschen die Dehnung in der Schulter oder in der Brust. 15 Sekunden noch. Wenn ihr es in den Ellbogen sehr stark merkt, dann kommt vorher raus. Ansonsten noch 10 Sekunden. Und wir kommen locker raus. Einmal Arm auswerfen. Dann gehen wir einmal in die Kniebeuge. Da könnten wir Erhöhungen brauchen, wenn ihr nicht in der Kniebeuge sitzen könnt, beziehungsweise wenn ihr nicht in der Kniebeuge mit den Fersen unten sitzen könnt. Ja? Dann legt euch ruhig einen Keil unter den Schuh, unter die Ferse, dass ihr mit der Ferse ein bisschen erhöht seid. Könnt ihr auch einen Schuh ganz normal nehmen und euch draufstellen. Wir begeben uns jetzt einmal in den Squat und sitzen schön aufrecht, Rücken ist gerade und wir drücken die Knie einmal auseinander. Ellbogen sind innen zwischen den Knien und wir drücken die Knie einmal nach außen. Sieht man das oder bin ich zu schwarz? Maximal nach außen pressen, die Knie mit den Ellbogen und Rücken schön gerade lassen. Richtet euch so weit auf, wie ihr könnt, dass ihr noch bequem sitzen könnt. Jetzt nehmen wir die Ellbogen weg und probieren die äußere Position der Knie zu halten. Das heißt, ihr drückt die Knie maximal nach außen, aus dem Hintern, ja, dass ihr die Spannung im Gluteus merkt. Maximal nach außen und halten, 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 halten. 20 Sekunden noch. So weit nach außen drücken, wie ihr könnt. Richtet euch dabei immer wieder auf. 15 noch, mehr Spannung reinbringen. Die Beine müssen zittern. Geht so weit in die Endbereiche von der Abduktion, dass ihr die Beine schon am Zittern habt, beziehungsweise den Hintern schön merkt. Letzten 10 Sekunden noch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und kurzes Päuschen. Dann schütteln wir uns aus. Dann gehen wir in die erste Übung. Und zwar ist das die gleiche Übung, die wir gerade gemacht haben, mit dem nach vorne legen. Ja, mit dem nach vorne lehnen. Das könnt ihr dann entweder mit dem Knien auf dem Boden machen oder in der Liegestützposition. Das könnt ihr euch für euch selbst entscheiden.
Das Ganze machen wir 6 Wiederholungen. Ich zähle an. Starten in 10 Sekunden. Gehen wieder in die V-Form. Hände in die V-Position. Drücken die Schulterblätter auseinander, von den Ohren weg. Rumpf ist fest. Und wir legen uns nach vorne. Soweit ihr könnt. Halten für 5, 4, 3, 2, 1 und drücken uns aus der Schulter nach vorne raus. Und wir gehen wieder rein. Haltet die Schulterblätter auseinander und weg von den Ohren. 5, 4, 3, 2, 1 und wieder nach oben. Und nächste Wiederholung. 5, 4, 3, 2, 1 und 3 Stück machen wir noch. 5, 4, 3, 2, 1. 2 Stück noch. Und 5. Maximale Spannung weg von den Ohren. Ja? Wir wollen die Schultern nicht oben haben. 3, 2, 1. Und letzte Wiederholung. Und 5, 4, 3, 2, 1. Achtet hierbei wirklich darauf, dass ihr die Kraft aus den Armen holt, wenn ihr zurückgeht. Ja? Dass ihr euch schön nach vorne reinlehnt, Spannung haltet und dann die Bewegung nur aus den Armen holt. Die gleiche Bewegung machen wir jetzt in die andere Richtung. Und zwar setzen wir uns einmal auf den Hintern. Hände sind neben dem Körper. Lisa kennt das Spiel schon. Wir heben den Hintern einmal ab. Heißt, wir drücken die Schultern weg von den Ohren, aus dem gestreckten Arm. Und jetzt probieren wir uns, aus den Armen nach oben in die Tischposition zu drücken. Versucht so viel wie möglich aus den Armen zu drücken. Langsam wieder zurück. Und lasst die Schulter durchgehen, weg von den Ohren. Schieben den Hintern hinten durch. Und drücken uns wieder nach vorne. Und 1. 6 Stück machen wir. Hintern wieder hinten durch. Und 2. So viel Last auf die Arme wie geht. Und 3. Schön langsam und kontrolliert. 4. 2 Stück machen wir noch. Schulter unten lassen. 5. Und den letzten. Und 6. Sehr gut. Kurz ausschütteln. So, dann machen wir eine kurze Zwischenübung für die Pause. Und zwar ist das eine Beinübung. Nennt sich der Horse Dance. Wir stehen hüftbreit, gehen einmal ungefähr 45 Grad nach außen. Dann wieder nach außen und wieder nach außen. Dass wir schön breit stehen. Dann gehen wir gleich in diese Position hier rein. Ja? Knie bleiben über den Füßen und werden maximal nach außen gedrückt. Gleichzeitig holt ihr die Hüfte nach vorne, ja? Dass ihr schön gerade steht. Das Ganze genauso, Markus. Perfekt. Das Ganze halten wir für 30 Sekunden. Ab jetzt. Wie die Mönche, schön Hände zusammen. Die Mönche haben übrigens noch eine Stecknadel unterm Hintern, falls wir zu tief kommen. 15 Sekunden machen wir noch. Entschuldigung, jetzt 15 Sekunden noch. Macht den Rücken schön gerade, drückt die Beine maximal auseinander, holt den Hintern nach vorne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hochkommen, ausschütteln. Das ganze Spiel noch einmal. Wir starten in 10 Sekunden. Bringt jetzt wirklich maximal die Spannung rein. Der Hintern muss heute leiden. Geht schon mal in Position. Und 3, 2, 1. Los geht's. Maximal Spannung aufrichten und genießen. Spannung halten. Beine auseinander. Hintern kommt. Die Hüfte kommt nach vorne. Richtet euch auf. Letzten 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rauskommen. Sehr schön. Ausschütteln. Dann gehen wir schon mal wieder auf die Knie. Gehen wieder in die erste Position. Die drei Übungen machen wir jetzt noch einmal durch. Hände sind wieder in der V-Position. Starten in 10 Sekunden. Bringen Spannung in die Schulterblätter. Schulter weg von den Ohren, Rumpf ist fest. Und wir legen uns nach vorne rein, so weit wie es geht. 5, 4, 3, 2, 1. Und wieder rein. 5, 4, 3, 2, 1. Und Nummer 3. Haltet die Spannung im Schultergürtel. 5, 4, 3, 2, 1. Drei Stück machen wir noch. Und 5, 4, 3, 2, 1. Zwei Stück noch. Easy going. Wenn es zu schwer wird, auf die Knie gehen. 5, 4, 3, 2, 1. Und den letzten. Maximal Spannung auseinander, weg von den Ohren. Bringt den Rumpf unter Spannung. Und 3, 2, 1. Und rauskommen. Ausschütteln. Wichtig ist hierbei wirklich die Spannung. Ja? Wenn ihr die Spannung verliert, geht eine Stufe weiter runter. Wichtig für den Schultergürtel, dass er stabil bleibt. Dann gehen wir wieder in die Tischposition. Starten in 3, 2, 1. Schulter weg von den Ohren. Und drückt euch aus, den Arm nach oben. Zack. Und wieder ablassen. Wenn ihr es erschweren wollt, dann legt euch beim Hochdrücken so ein bisschen nach hinten. Nummer 2. Und Nummer 3. Und Nummer 4. Fünf. Und den letzten jetzt nochmal richtig mit Spannung. Richtig schön nach hinten legen dabei. Wenn ihr nach hinten fallt, ist nicht schlimm. Wir sind ja nicht hoch. Und Päuschen. Sehr gut. Ausschütteln. Markus, einer geht noch, oder? Dann gehen wir wieder in den Horse Stance. Danach machen wir noch eine Runde und danach gehen wir weiter in den Zirkel. Schön breit wieder aufstellen. Denkt dran, Knie gehen Richtung Fußspitzen und drückt die Beine nach außen. Starten in 3, 2, 1 und let's go. Das ist übrigens eine sehr, sehr gute Übung für den Spagat. Markus, wenn es für dich interessant ist, eher nicht. Okay, 15 Sekunden noch. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Päuschen. Ausschütteln. Ein bisschen rumlaufen. Dann machen wir noch einmal in 10 Sekunden. Und los geht's. Maximale Spannung, Knie gehen nach außen, wir richten uns auf, Rumpf ist fest. Zieht den Bauchnabel ein bisschen ein. 10 Sekunden haben wir. 15 noch und haltet durch. Und letzten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rauskommen. Rumlaufen, trinkt ruhig einen Schluck, dann starten wir mit der dritten Runde.
Schüttelt euch noch ein bisschen aus, starten in 25 Sekunden. So. Dann gehen wir wieder in Position. Letzte Mal 6 Wiederholungen. Starten in 3, 2, 1 und los geht's. Spannung rein und nach vorne legen. Rumpf ist fest. 3, 2, 1 und wieder reinlegen. Und 5, 4, 3, 2, 1. Weiter geht's. 5, 4, 3, 2, 1. Hälfte haben wir. Achtet auf die Spannung. Schulter schön weg von den Ohren. 5, 4, 3, 2, 1. Zwei Stück machen wir noch. Und weiter geht's. 5, 4, 3, 2, 1. Und letzte Mal maximal Spannung reinbringen. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Und ausschütteln. Spätestens jetzt sollte die Schulter ein bisschen kommen vorne. Eventuell der Ellbogen ein bisschen, der Bizeps. Das ist am Anfang ganz normal. Wenn die Handgelenke ein bisschen zwicken, ist am Anfang auch normal. Da müssen wir uns erstmal ein bisschen dran gewöhnen, wenn wir die Übung öfters machen. Schüttelt es ein bisschen aus. Sollten nur keine extremen Schmerzen dabei sein, ja? Dann legen wir uns wieder, setzen uns wieder hin. Und wir starten in 3, 2, 1, los geht's. Schulter weg von den Ohren, aus den Arm, in die Tischposition. Und langsam wieder zurück. Und Markus, leg dich schön nach hinten. Wenn du hochkommst, leg dich nach hinten mit dem Gewicht. Dann spürst du mehr den Trizeps. Weiter geht's. Nummer 3 haben wir jetzt. Wir machen jetzt 8 Stück, weil wir es können. Nummer 4. Kurz oben bleiben, langsam wieder runter. Nummer 5. Und haltet durch. 3 Stück machen wir noch. 6. 2 Stück noch und maximal Spannung nach oben. Einer geht noch. Und let's go. Und langsam runterkommen. Sehr gut. Dann wieder ausschütteln. Ellbogen ein bisschen ausschütteln. Die kriegen heute nicht mehr so viel ab, keine Sorge. Das sind die einzigsten Übungen mit gestreckten Armen. Das geht natürlich immer am Anfang sehr auf den Ellbogen bzw. auf die Handgelenke. So, gehen wir wieder in Position für den letzten Horse Stance, die letzten beiden. Und wir starten in 5, 4, 3, 2, 1. Knie wieder raus, Hüfte nach vorne holen, aufrichten und aushalten. Fünfzehn Sekunden haben wir. Und letzten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Häuschen. Schüttel die Beine ein bisschen aus, werft die Arme ein bisschen aus. Und wir starten wieder in 10 Sekunden. Letzte Mal für heute. 45 Sekunden lang. Easy going, Leute. Und los geht's. Wir halten durch. Egal wie sehr die Beine zittern.
Solange keine extremen Schmerzen da sind, bleib drin. Das ist für heute die mentale Herausforderung. Ein Drittel haben wir. Und wir halten durch. Nicht aufgeben, auch wenn ich euch nicht sehe, Ilkon Lisa. Haltet durch. Let's go. 15 Sekunden noch. Hüfte nach vorne und Beine auseinanderdrücken. Letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und rauskommen. Sehr gut. Ausschütteln. Dann haben wir eine Minute Pause, trinken einen Schluck. Ich muss einmal mein Thermoshirt ausziehen. Es klemmt mir ein bisschen die Luft ab. Professionell. So, wir gehen weiter in den Zirkel. Erste Übung, negative Push-Ups. Heißt, Liegestützposition, lassen uns langsam ab. Kommen dann über die Knie wieder hoch. Markus, wenn du willst, kannst du auch ohne Knie machen, ja? Also wenn ihr es schafft, ohne Knie wieder hochzukommen, macht ihr normale Liegestütze mit einer langsamen exzentrischen Bewegung. Start in 20 Sekunden. Macht euch schon mal bereit. Wichtig hierbei auch wieder, Schulter weg von den Ohren und haltet den Rumpf fest, dass ihr nicht ins Hohlkreuz fallt. Wir machen 8 Wiederholungen, okay? Ich zeige an, ich zähle an die Zeit, gehe in die Liegestützposition und gehe. Ab jetzt runter. 5, 4, 3, 2, 1, Knie wieder hoch. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und achtet auf die Technik. Bauchnabel rein, Schulter weg von den Ohren. 5, 4, 3, 2, 1. Und 5, 4, 3, 2, 1. 4 Stück machen wir noch. 5, 4, 3, 2, 1. Wenn es zu schwer wird, auf den Knien weitermachen. 5, 4, 3, 2, 1. 2 Stück noch. 5, 4, 3, 2, 1. Und ein letztes noch. Jetzt maximale Spannung. 5, 4, 3, 2, 1. Zweite Übung. Schüttelt euch ein bisschen aus. Ich erkläre es schon mal. Gehen wieder in die Tischposition. Laufen jetzt 4 Schritte. 3, 4. Zack, gehen rum. Animal Walk. 1, 2, 3, 4. Zack, wieder rum. Okay? Immer 4 Schritte, dann wechseln. Starten in 10 Sekunden. Das Ganze machen wir für 60 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und los geht's. Jeder für sich, 4 Schritte nach vorne, wechseln in den Animal Walk, wieder zurück. Wichtig beim Krebswalk, Hüfte schön oben lassen, wie in der Tischposition auch. Beim Animal Walk laufen wir diagonal, ja? Linker Arm, rechtes Bein. Und andersrum genauso. Haltet den Rumpf dabei durchgehend fest. 20 Sekunden noch. Achtet drauf, dass ihr nicht immer über die gleiche Seite rotiert. 10 Sekunden noch. Und Päuschen.
Das ging noch easy peasy klar. So, dann legen wir uns einmal auf den Bauch. Gehen in den Schwimmer. Wichtig hierbei, Rumpf ist fest. Wir arbeiten nicht aus der Brustwirbelsäule, sondern wir arbeiten nur aus der Schulter. Hände sind hinterm Rücken. Hier zusammen. Blick geht zum Boden. Und ich sage die Steps an. Wir legen los. Heben die Hände ab. Halten erstmal. Strecken jetzt die Ellbogen. Spannung zur Decke. Rotieren jetzt langsam mit gestreckten Armen über Kopf. Gehen hinter den Kopf, so weit wie ihr könnt. Gehen wieder zurück über den Kopf. Und wir wandern langsam wieder zurück. Nehmen die Hüfte, Handflächen zeigen zur Decke. Und wir führen die Hände wieder zusammen. Bleiben noch in der Luft. Strecken wieder die Ellbogen. Arme gehen wieder über Kopf. Daumen zeigen, wenn wir über Kopf sind, nach oben. Hände gehen hinter den Kopf. Wieder über den Kopf. Und langsam wieder zurück. Haltet durch. Hände gehen wieder zusammen. Bleiben noch in der Luft. Und strecken wieder die Ellbogen. Rotieren wieder über den Kopf. Und hinter den Kopf. Langsam wieder zurück. Über den Kopf. Lasst die Daumen so weit nach oben, wie ihr könnt. Wenn es nicht mehr geht, in Außenrotation zu bleiben, geht ihr in Innenrotation. Und dann führen wir die Arme wieder zusammen, die Hände. Zwei Stück machen wir noch. Strecken. Daumen zeigen zum Körper, Handfläche nach oben. Jetzt rotieren wir die Daumen zur Decke. Handrücken zeigt zum Körper und wir gehen über Kopf. Halte die Außenrotation drin. Hinter den Kopf, über den Kopf und wieder zurück. Ellbogen bleiben gestreckt, Spannung zur Decke, so hoch wie es geht. Führen die Hände zusammen und machen noch eine Wiederholung. Rumpf ist fest, Brustkorb ist abgelegt. Ellbogen strecken und langsam nach vorne kommen, über den Kopf. Hinter den Kopf, haltet durch. Und wieder zurück. Letzte Mal, Spannung zur Decke hoch. Und führen zusammen, halten hinten. 3, 2, 1 und ablegen. Sehr gut. Dann werft ein bisschen die Arme aus. Dann könnt ihr euch einmal um 180 Grad drehen, euch auf den Rücken legen, ihr braucht gar nicht aufstehen. Bleiben liegen auf dem Rücken, stellen die Beine schon mal nah auf. Ich zeige einmal die Übung. Einmal geht in die Luft, gestreckt. Und wir gehen in die Glute Bridge einbeinig. Ja? Andere Seite sieht so aus. Wichtig hierbei, wir überstrecken die Lendenwirbelsäule nicht so, ja? Sondern wir versuchen nur so weit zu strecken, dass der Hintern aktiv ist. Könnt gleichzeitig auch den Bauchnabel reinziehen, dann werdet ihr auch in der Lendenwirbelsäule nicht überstrecken. Okay, davon machen wir 10 Wiederholungen pro Seite. Schön langsam. Starten ab jetzt. Sind oben, halten. 3, 2, 1 und wieder hoch. 3, 2, 1, hoch. 3, 2, 1, hoch. 3, 2, 1, hoch. Und haltet durch. Hälfte haben wir. Und hoch. 3, 2, 1. Und hoch. 3, 2, 1. Letzten beiden. Durchhalten. 3, 2, 1. Und letzter. 3, 2, 1. Und wir halten oben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Seitenwechsel. Wenn ihr es jetzt im unteren Rücken gemerkt habt, dann wart ihr ein bisschen überstreckt. Ja? Das wollen wir natürlich nicht, deswegen achtet auf der anderen Seite jetzt auch darauf. Nur aus dem Hinterrücken. Und los geht's. Zack. 3, 2, 1.
1 und 3, 2, 1. Hoch. 3, 2, 1. Und komm, Markus, mehr Spannung in den Hintern. 2, 1 und 3, 2, 1. Und Hälfte haben wir gleich. 2, 1, 5 Stück noch. 2, 1 und 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Letzte. 3, 2, 1. Und 10, 9, halten oben. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Runterkommen. Da brennt der Popos. Drehen uns wieder direkt um. Heute ist das liegende Workout. Wir liegen eigentlich nur in der Gegend rum. Anstrengendes Liegen. So, wir gehen in Außenrotation, heißt die Daumen zeigen zur Decke. Ja? Maximal Außenrotation, Hände gehen neben die Hüfte, so weit wie es geht. Brust wird abgelegt. Jetzt bringen wir die Schulterblätter nach hinten unten und bringen die Arme nach oben. Eine Wiederholung. Außenrotation halten. Ablegen, Boden kurz antippen. 2. 3. Rumpf ist fest. 4. 5. 6. Schulter schön weg von den Ohren. 7. 8. 9. 10. Sorry, 2 zu viel. Machen wir in der T auch. Außenrotation und weiter geht's. 1. Immer das gleiche, wa? 2. 3. Alles zu eurem Wohl. 4. 5. 6. 7. Und komm. 8. 9. 10. Y-Position. Die wird ziemlich schwer. Ja? Probiert maximal Spannung reinzubringen. Und los geht's. Schulterblätter weg von den Ohren. Und 1. 2. Blick zum Boden. 3. Ellbogen bleiben gestreckt. 4. Denkt an den Rumpf, nicht ins Hohlkreuz fallen. 6, komm. 7, 8, 9, 10. Dann gehen wir in die W-Position. Hände sind neben der Schulter. Jetzt achten wir darauf, dass der Ellbogen unterm Handgelenk ist. Ja? Dass wir in Außenrotation sind. Ganz wichtig. So, bringen die Schulter bitte nach hinten unten. Handgelenke nach oben, also in Außenrotation, Ellbogen sind unten. Und jetzt ziehen wir die Schulterblätter nach hinten unten zusammen. 1, haltet die Außenrotation. 2, 3, 4, 5, 6. Wir arbeiten nicht aus dem unteren Rücken. 8, 9 und 10. Und Päuschen. Ausschütteln. Einfach die Arme locker auswerfen. So. Dann gehen wir wieder in die Push-Ups. Gleiches Spiel wie gerade auch. Eine Runde machen wir noch. So, reinmachen. Starten in 5, 4, 3, 2, 1 und 5, 4, 3, 2, 1, über die Knie wieder hoch und 5, 4, 3, 2, 1, Nummer 3, 5, 4, 3, 2, 1, Nummer 4, 5, 4, 3, 2, 1, Hälfte haben wir, 5, 4, 3, 2, 1. 3 Stück machen wir noch. 5, 4, 3, 2, 1. Und Schultern schön weg von den Ohren bringen. 5, Rumpf ist fest. 3, 2, 1. Letzte Wiederholung. Maximal Spannung rein. 5, 4,
3, 2, 1. Gehen direkt über in den Krebswalk. Starten in 10 Sekunden. Und starten in 3, 2, 1. 4 Schritte wieder. Danach rum. Und 4 Schritte. Und wieder rum. Hüfte schön oben lassen dabei. Haltet euren Schultergürtel stabil, dass ihr den Arm beim Ende oben gegen den Boden drückt. Dass ihr nicht durchsackt. 20 Sekunden noch. Und weiter geht's, Leute. Easy going. Letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Päuschen. Jetzt geht's nur noch in die liegenden Übungen, die angenehmen. Jetzt geht's in den angenehmen Part. So, wir legen uns hin, gehen in den Schwimmer. 5 Wiederholungen. Ich sag's wieder an. Heben die Hände ab. Ellbogen sind gestreckt, Handflächen zur Decke. Schultern sind weg von den Ohren. Rotation, Daumen zeigen zur Decke, so. Und wir gehen über Kopf. Hinter den Kopf, über den Kopf und wieder zurück. Handflächen zur Decke, Hände gehen ineinander. Rumpf ist fest, wir sind nicht im Hohlkreuz. Strecken wieder, Schulter wieder weg von den Ohren. Bring die Schulter bitte nach hinten und unten zusammen. Außenrotation und über Kopf. Hinter den Kopf. Halte den Rumpf fest dabei. Über den Kopf, langsam wieder zurück. Handflächen sind wieder zur Decke, Schulterblätter sind hinten unten. Und wir führen die Hände wieder zusammen. Legen nicht ab. Nummer 3. Handflächen oben, Außenrotation, Schultern weg von den Ohren. Und wir gehen über Kopf. Hinter den Kopf. Und wieder zurück. 2 Stück danach noch. Und führen wieder zusammen. Nächste Wiederholung, Ellbogen strecken. Außenrotation über den Kopf. Hinter den Kopf. Und wieder über den Kopf, langsam zurück. Führen wieder zusammen. Letzte Wiederholung, jetzt nochmal maximal Spannung zur Decke. Halten hinten gestreckt, bleiben nach hinten, Schulter bitte hinten unten. Maximal Spannung. Außenrotation reinbringen. Maximal Spannung nach oben. Wie in der Übung gleich. Ja? In der A-Position. Dann gehen wir langsam über Kopf. Hinter den Kopf. Halte den Rumpf wieder fest. Langsam zurück. Er weicht immer gerne aus. Handflächen oben zusammenführen. Und Päuschen. Das war der letzte Schwimmer für heute. Keine Sorge. Den machen wir ja immer gerne. So, dann gehen wir in die Glute Bridge, einbeinig. Starten in 10 Sekunden. Wie sagt Andi noch immer, wir haben keine Zeit. So, starten in 3, 2, 1. Hoch und 3. 2, 1, zack, 3, 2, 1, und 3, 2, 1, 3, 2, 1, einer noch, 3, 2, 1, Hälfte haben wir, maximal Spannung, 3, 2, 1, und 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2 Stück noch. 2,
1, spürt den Hintern. Letzter. 2, 1 und wir halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ablassen. Und wechseln das Bein. Das andere dürfen wir nicht vergessen. Und los geht's. Zack. 3, 2, 1. Denk wieder dran, nur aus dem Hintern drücken. 2, 1 und 3, 2, 1 und 3, 2, 1, zack, 3, 2, 1, Hälfte am 3, 2, 1 und 3, 2, 1, 3 Stück noch, 3, 2, 1 und jetzt probiert den Hintern richtig anzuspannen. 2, 1, letzte Wiederholung. 2, 1 und wir halten oben. 10, 9, 8, 7. Maximale Kontraktion. Komm, Leute. 5, 4, 3, 2, 1. Und ablegen. So, dann stehen wir auf. Ah, nee, gar nicht. Wir stehen gar nicht auf. Wir legen uns nur auf den Bauch. Nur ja keine Energie verschwinden. Die brauchen wir gleich noch. So, starten in 10 Sekunden mit der A-Position, aus der Rotation rein, Schulter wird dann nach hinten unten, Rumpf ist wieder fest, wir arbeiten nur aus den Schultern. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und Tipp. 1, 2, 3, 4, Schulter schön weg von den Ohren lassen. Und aus, runter zu rein. 7, 8, 9, 10, Y. Und 1, 2, 3, Rumpf ist fest. 4, kein Hohlkreuz. 6, 7, 8, 9, 10. Ab in die W-Position, letzten Wiederholung. Aus Rotation rein, Schulter bitte nach hinten unten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Sind übrigens einer der wichtigsten Übungen für die Schulterstabilisation. Gerade wenn man kein Equipment hat, sind die super durchzuführen. Ja, in jedem Workout auf jeden Fall einbauen. YTWA. Sehr, sehr geile Übung. Kurz wieder Päuschen machen. Schlückchen trinken. Dann jetzt in den Cardio-Part. Kurz und knackig. Und zwar, ich erkläre es einmal, wir machen Burpees, 15 Burpees, und zwar ohne Liegestütz. Ja? Wir gehen einfach nur Kniebeuge, breite Kniebeuge, Hände zwischen die Beine, zack, 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 hoch, Sprung, ohne Liegestütz. Danach 30 Sekunden Mountain Climbers, Spannung hier in die Schulterblätter und nach vorne raus. Danach gehen wir 45 Sekunden in den Plank. Das war's. Danach machen wir wieder 10 Burpees, 30 Sekunden, 45 Sekunden und so weiter und so fort. Schüttelt euch noch ein bisschen aus. Wir machen die schön langsam, die Burpees, ja, also alle gleichzeitig, dass wir in den Rhythmus reinkommen. Legen los in 10 Sekunden. Denk dran, breite Kniebeuge, zack, runter. Nach hinten springen, nach vorne springen, Kniebeuge hoch. 3, 2, 1 und los geht's. Zack, hoch. 1, 2, 3, 4. Macht doch ruhig euer Tempo, wenn ihr schneller machen wollt. 5,
6, 7, 8, 9, 10, und 5 Stück noch, 11, 12, durchhalten, 13, 14, letzter, 15. Und wir gehen in die Mountainclimbers, starten in 3, 2, 1 und los geht's. Probiert die Pulse ein bisschen runterzubringen. Tief über die Nase aufatmen. Haltet durch, Hintern bleibt tief. Und letzten 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Und wir gehen in den Plank. Puls runterfahren. Rumpf festmachen. Hintern festmachen. Und durchhalten. 30 Sekunden noch. Und haltet durch, bringt den Bauchnabel rein. Letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Häuschen. Start in 5 Sekunden mit 10 Burpees. Weiter geht's, zweite Runde. Und los geht's. Und 1, 2, 3, 4 und durchhalten. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ab in die Mountainclimbers. Starten in 3, 2, 1 und los geht's. Stabil im Rücken, nicht im Hohlkreuz, Hintern ist tief und wir halten durch. 20 Sekunden noch. Letzten 15. Und letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir gehen in den Plank. Letztes Mal, Leute. Bringt den Puls runter. Fokussiert die Atmung. Durchhalten. Alles mental. Euer Körper packt das easy. Halte durch. Letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und ausschütteln. Sehr gut. Eine Minute Pause. So. Werft die Arme ein bisschen aus. Mal vor und zurück.
stellt euch ruhig hin. Jetzt machen wir einmal eine Bewegung aus der Wirbelsäule. Arme gehen natürlich mit, sieht so aus. Ja. Probiert das schön flüssig zu machen. Sieht ein bisschen ulkig aus, das ist super für die Brustwirbelsäule, um die zu mobilisieren, um die Arme ein bisschen zu lockern. Lasst die Arme nicht nur pendeln, sondern nehmt die ruhig aktiv mit ein bisschen. Ja? Bewegung kommt aus der Wirbelsäule. Zieht euren Bauchnabel ein bisschen ein dabei und probiert die Bewegung schön flüssig zu machen. Okay, dann werfen wir die Arme aus. Und holt einmal Schwung, maximal auswerfen. Und noch einmal. Und ein letztes Mal. Dann war's das für heute. Schön, dass ihr am Start wart.